Guten Abend, liebe Bluesfreunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream aus dem Reigenwohnzimmer im Rahmen des Wiener Blues Spring 2021 Open End. Es wird ja so lange gehen in diesem Jahr. Aber wir freuen uns, dass wir ab nächster Woche wieder nach 7 langen Monaten öffnen dürfen und wieder vor Live-Publikum spielen können. Vorerst allerdings möchte ich an Dietmar Hoscher denken, der, wie viele wissen, an Covid erkrankt war und der uns eine kurze Botschaft geschickt hat. Bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Wiener Blues Spring, ich melde mich heute telefonisch bei euch. Viele wissen es ohnehin schon. Warum? Aber ich möchte zunächst einmal auf den Wiener Blues Spring eingehen und mich bei meinen Co-Veranstaltern und Protagonisten bedanken, beim Wolfgang und beim Alfie, dass sie es so wie letztes Jahr weiter durchziehen, obwohl ich im Moment nicht dabei sein kann. Denn wenn es konstant im heimischen Festival geschehen gibt, dann ist es der Wiener Blues Spring und der Reigen. Wir haben ja am 19. und am 20. März wie jedes Jahr den Blues Spring eröffnet, per Stream leider natürlich nicht live. Das setzen wir heute mit einem Stream der unvergleichlichen Mojo Blues Band deren Gründer Erik Trauner übrigens eine wunderbare neue Solo-CD am Start hat. Die würde ich mir unbedingt gleich irgendwo besorgen, vielleicht bei Schalter Records. Ja, und ab 19. Mai werden wir versuchen, so viele Live-Konzerte als möglich nachzuholen, wie schon im vergangenen Jahr. Ja, was mich betrifft, ist es mir ein ganz großes Anliegen, mich ganz herzlich bei den unzähligen SMS, E-Mails, WhatsApp, was auch immer, zu bedanken, die mich aus der Musikgemeinde in den letzten Wochen erreicht haben. Wie manche wissen, musste ich einige Zeit auf der Corona-Intensivstation verbringen. Ich bin inzwischen wieder zu Hause. Ich warte auf die nötige Reha, die völlige Genesung aufgrund der Nebenwirkungen auf der Intensivstation wird wohl noch einige Monate dauern, aber es geht aufwärts. Ich bin guten Mutes und ich kann mir bei den Pflegern und Schwestern, bei den Ärztinnen und Ärzten gar nicht genug für ihren unermüdlichen Einsatz unter den schwierigsten Arbeitsbedingungen bedanken. Daher der Appell an alle, auch an alle von euch, nehmt Rücksicht aufeinander. Diese heimtückische Krankheit schlägt völlig unvermittelt zu und kann jeden von uns treffen. Zum Heilungsprozess trägt natürlich auch Musik bei, das wissen wir. Und Erik Trauner und ein gewisser John Lee Hooker haben ja schon immer betont, Blues ist der Healer. Daher freue ich mich besonders, dass ich mir sozusagen als Zusatztherapie heute auch einen Song wünschen darf, der insbesondere den Erik nicht überraschen wird. Es ist Walk the Bridge. In diesem Sinne, wir sehen uns beim Wiener Blues Spring 2021. Von meiner Seite wahrscheinlich noch nicht ganz so bald, dafür mit Sicherheit. Das verspreche ich euch. Viel Spaß. Ja, lieber Dietmar, wir alle wünschen dir baldige Genesung und dass du bald wieder bei den Live-Konzerten bei uns bist und vor allem die Ansagen machst, was ich mir sehr wünsche. Die nächsten Live-Konzerte, nächste Woche Samstag, 22. Hörbis Hornets, am 8.6. Memo Gonzales und die Özdemirs, am 23.6. The Animals mit John Steele und Mick Gallagher und am 1.7. die Hamburg Blues Band mit Chris Farlow und Chrissy Matthews. Wir freuen uns. Bitte reservieren, getestet sein, wir halten Abstand und lüften gut. Und jetzt darf ich die Mojo Blues Band bitten, mit ihrem Special zu beginnen. Die Besonderheit, ihr könnt euch heute wünschen, was ihr wollt. Wir haben die Living Jukebox. Viel Vergnügen. Bitte, lieber Erik, leg los. Yeah.
love you so. Okay, liebe Freunde und Freundinnen, muss man ja sagen, herzlich willkommen im Regen hier bei der Mojo Blues Band. Und zunächst möchte ich einmal auch dem Dietmar von uns allen hier alles, alles Gute wünschen. Mich herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen und für euch spielen. Und was speziell ist, war, die Idee war, dass wir einfach einmal einen Abend machen, den ihr selbst gestalten könnt, soweit wir dazu imstande sind. Also wir haben uns ein bisschen vielleicht weit hinausgelehnt. Wir werden schauen, ob wir eure Wünsche erfüllen können. Der Vorteil für uns ist, wenn das Programm nicht gut ist, dann sind wir nicht schuld. Also wir werden auf euren Chat Rücksicht nehmen. Wir haben hier speziell die Petra Teufel, die uns regiemäßig betreut und den Chat betreut für euch. Und wir schauen einmal, dass wir vielleicht so miteinander kommunizieren können. Und aber wir wollen einfach eine gemütliche Session machen, jetzt nicht so ein strenges Konzert, sondern schauen wir mal, was passiert. Wir lassen uns selbst überraschen. Und der erste Wunsch ist ja schon verlautbart worden vom Dietmar. Und das ist Walk the Bridge. Das werden wir aber später machen, wenn du nichts dagegen hast. Das ist eine Nummer, die eigentlich eher zum Schluss passt, denke ich mal. Ja, wir werden, wie gesagt, auf eure Wünsche eingehen, soweit es geht, und auch auf unsere eigenen zwischendurch einmal. Und vielleicht fangen wir mal an. Petra, liebe Petra, was hast du hier so? Wie viel sind schon da? Ich sage mal, wir haben schon einmal zahlreiche Wünsche. Ja. Sehr viele sind wahrscheinlich so wie Walk the Bridge eher gegen Ende des Konzerts, würde ich mal sagen. Aber wir haben da Boogie Woogie Country Girl, wir haben Lucky Boy Leon, wir haben Down in the Alley, Hot Mamacita, Bring Me Flowers, das wird wohl eher gegen. Okay. Können wir alles nicht? Oh, Walk the Bridge wird auch zahlreiche Male noch gewünscht. Na, ich würde mal sagen, Promised Land habe ich auch gerade einbekommen. Promised Land, okay. Na, wir können ja mal, wie schaut es aus mit ja, ist okay. Ja, warte, hol ich mal ein Capo. So, ich hoffe, ihr habt es gemütlich zu Hause. Und auch vielleicht die Sessel weggeräumt, könnt ihr tanzen gleich zu der nächsten Nummer. Ein Klassiker eigentlich, ja, von Big Joe Turner. Boogie Woogie Country Girl. All right. Rockin' and a rollin' a hit.
Yeah. Wir hören euch, wir hören einen Applaus, es ist sensationell. Wahnsinn. Alle, da sind ja auch Leute. Ich meine, wir haben schon Abende gehabt, wo wir auch nicht mehr waren, oder? Kann es schon geben. Früher mal, früher. Früher, da gibt es einen guten Gag. Da haben die Band von Bob Dylan, der Band, die haben ja auch einmal klein angefangen und die haben erzählt, dass sie auch so, nicht so berühmt waren. Und da waren nur zwei Leute im Publikum einmal bei einem Auftritt. Und sie haben gesagt, das war nicht so schlimm gewesen, aber die haben nur dann zum Raffen angefangen. Das wird ja da hoffentlich nicht passieren. Ihr seid lauter friedliche Leute. Liebe Petra, was gibt es Neues? Wiederholte Mal. Banana Peel Slide. Wie wär's denn damit? Machen wir auch dann. Okay. Da Come and Home wurde gewünscht. Dann wurde allgemein gewünscht eine Nummer von Jimmy Reed. Ja, den machen wir gleich, oder? Okay. Ja. Dann machen wir gleich die, oder? Okay. Ja. Crazy, die haben wir gerade aufgenommen auf der letzten LP. Ah, LP sage ich noch immer. Auf der letzten CD. Da muss aber der Charlie Gitarre spielen. Geht schon los. Eine Nummer von Jimmy Reed. Das ist natürlich ein Wunsch, den wir mehr als gerne erfüllen. Weil das ist einer unserer Heroes. Chicago Blues der 50er Jahre. Gibt nichts Besseres. Crazy Ball Oklahoma. Und wer Jimmy Reed nicht kennt, sollte schauen, dass er diesen Missstand ändert. Man kann süchtig werden auf Jimmy Reed. Also ich bin's zumindest.
Anfang spielen. Charlie Furten an der Gitarre. Ich darf ganz kurz die Band vorstellen. Wir sind Gott sei Dank alle noch im Original geblieben. Manche ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Der Lockdown hat uns aber gut getan. Ich finde das alles sehr gut ausschauen. Ich hab noch meine Lockdown-Frisur, weil ich noch keinen Friseurtermin gekriegt habe. Und wurscht, ne? Es schaut ein bisschen wüst aus, aber erinnert mich ein bisschen an die Roaring 80s. Ich darf noch sagen, wer noch in der Band immer noch dabei ist. Wir sind ja berühmt dafür, dass viel gewechselt wurde. Aber ihr könnt es euch nicht vorstellen, diese Band, diese Besetzung ist jetzt am längsten von überhaupt. Also glaube ich über 20 Jahre, oder? Also uns gibt es ja schon seit fast 45 Jahren. Und ich bin überglücklich, dass ich mit den Jungs benannt bin. Und wir haben uns auch jetzt lange nicht gesehen und wir sind dementsprechend eigentlich aufgeregt, dass wir heute wieder mal zusammenkommen und spielen für euch. Wie gesagt, ich darf noch mal vorstellen, die Band hier ist ich weiß den Namen ja gar nicht mehr. Ja. Herfried Knapp, Slap and Slam on Bass. Auch hat er gesagt, zugenommen ein bisschen. Da. Der Didi Mattersberger on Drums, Cannonball, they call him. Charlie der Furtner, Charlie Furtner hat abgenommen und. Ja, der sagt das gewandelt, immer gerne, im kleinen Schwung. Dann haben wir natürlich mein Blues-Buddy Sigi Fassel, Sigi Goldfassel und Erik Trauner, das bin ich. Und zuletzt möchte ich die Petra vorstellen, die Petra Teufel. Unser Laptop-Luder wird am. Da werden sie wieder schimpfen mit mir. Ja, Kinder, man muss ein bisschen unkorrekter wieder werden in heutigen Zeiten wie diesen. Auf jeden Fall, wir sind froh, dass du das machst und wer weiß, was sich noch alles ergibt. Du sitzt ja nicht am Laptop nur wahrscheinlich. Ne? Ich rede schon wieder Fellner, gell? Bissl. Furchtbar, schrecklich. Okay, nächste Musik. Was solange haben wir du nicht bist wie der Fellner, ist alles okay. Nein, das bin ich. Nein. Also lassen wir das. Ja. Wir haben derzeit 217 Zuschauer aus Österreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Ja, ist das viel? Naja, könnt ihr mehr werden, bitte ruft meine Freunde an. Ja. Okay. Und was soll man spielen? Was soll sie spielen? Promised Land ist jetzt schon mehrere Male gewünscht worden. Ja, na dann werden wir es gemacht. Ja, das war's. It's rock and roll time already. Ja, recht, ich arbeite. Ein Lockdown, Schluss, Schluck, Pause. Ein Schluck down. Wenn man es alle, und ich habe mir zum Friseur ein All Locks down. Okay. Geh nach Hause an, Boy.
Danke, danke. Wir bedanken uns auch bei dem technischen Team hier, das ist ja aufgebaut wie Raumschiff Enterprise. Und dass das alles klappt hier und ich hoffe, ihr habt Spaß zu Hause auch. Trotzdem die Situation natürlich anders ist als sonst. Ich würde sagen, dann hole ich mir mein Slide-Gitar einmal. Okay. Stimmst du um. Nein, was natürlich schon zum Erwähnen ist, es sind ja Nummern auch gewünscht worden. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen Federn gehabt, die wir nie gespielt haben mit der Besetzung. Das sind ja uralte Stücke, wie gesagt, das gibt es ja schon so lange. Das ist ja teilweise Nummern, die ja gar nicht mehr wahr sind. Und wo ist mein Slide? Was habt ihr denn da alles wieder gehört? Nebel, das ist ja. Ich sehe ja das Publikum nicht. Aber du kannst heimlich einen Schluck von deinem Bier machen. Ja, es ist so. Die Nummer, die hier gewünscht wurde, na, da bin ich jetzt gespannt. Ob ich mich da noch erinnern kann. Es ist ja so, die Leute haben ja so, sagen immer, du spielst mir bitte die Nummer und jetzt. Im hohen Alter sagen die Leute zu uns, kannst du dich noch erinnern? Und das ist ein Stück, das habe ich geschrieben damals, wenn Sie noch erinnern können, an den Markus Teufel, eben der Bruder von der Schwester. Und der Markus und die Janka, die haben zwei Kinder aus Vietnam adoptiert. Und der erste, das war ein kleiner Bub eben, als Baby ist er gekommen. Und der hat dann Leon, wurde der getauft. Und ich war so angetan von der ganzen Aktion und von dem kleinen Würmchen, das da gekommen ist, dass ich mir gedacht habe, da ist mir dann folgendes Lied eingefallen. Lucky Boy Leon. Weil es das Glück gehabt hat, dass er zu solchen Eltern kommen kann. Oh, lucky boy,
gratulieren. Mir würde ja interessieren, ich habe den lange nicht gesehen, außer der ist ja schon ein erwachsener Mann mittlerweile, gell? Ich habe im Chat gefragt, wie alt der Leon ist. Er ist 26. Wow, ist er alt. Und er ist ein Mann, ja. Und ich lasse sie auf dem Weg lieb grüßen, ich weiß nicht, ob sie es hören. Aber, ja, aber danke für hören, Lucky Boy Leon und ja, auch hören, liebe Grüße an die Vita, an seine Mut, Schwester. Das natürlich hat natürlich einen Bezug gehabt. Und das ist dann so der typische Fall, wenn ich den triff. Ich hab die Kante, was ist denn noch so klein? Er ist viel größer jetzt. Ja. Also der Top-Renner ist Born in 58. Born in 58? Mhm. Oh oh. Na gut. Na, da spielst du schon weit. Na feierlich. Low down piano, was ist? Ma, ohne 58, na, die Nummer werde ich jetzt locker 30 Jahre nicht gespielt haben. Oder noch länger, oder? Na, schauen wir mal. I was born in 59. Okay. Frage, ob es so gegangen ist. Ist so gegangen? Auf jeden Fall sind sie ganz begeistert, dass es gespielt wird. Also ich glaube, es ist nicht so schlimm. Because I was born in 58 and I'm talking about 1958. It's a low-down blues. Charlie, you can play. Yeah, I love it. Well, I was born in 58 and I wonder what's wrong with that year. You know I was born in 58, people. And I wonder what's wrong with that year. Well, ever since I entered this world, Lord, I don't seem so welcome here. When I was 18 years old, you know my daddy drove me away from home. Just a little teen, my daddy drove me away from home. Well, you know, I had no place to go, and all I did was just roam. It's a new lyrics. You know, it was a time when I started off playing the blues, and I bought myself a guitar. Yes, you won. No, it was a different one. And I played some blues, and I listened to all the great old legends like Lightning Hopkins, Muddy Waters, Jimmy Reed, B.B. King, and millions of other people. I think you did the same. Exactly. And one cat was called, his name was Fred McDowell, Mississippi Fred McDowell. He sounds something like this now. Oh,
Sometimes I hobo down the line and I caught me a freight train. And I heard a freight train blowing like this. Ich muss die Lyrics ein bisschen spontan ändern, weil es ist ja Situation ein bisschen anders im Moment. Let me think about something here. You know what? You know what? Well, I'm a single man and I do enjoy my single life sometimes. Single man, y'all, and I enjoy my single life. You know I was married twice, but I still don't have no wife, and that's the truth, baby. Why not having some piano on this? You tell the story. Mr. Christian Dotzler in the band, and he played something like this. Die alten Blueser haben ja oft Titel immer wieder aufgenommen, das haben dann auch The New immer, das hat immer gesagt, The New St. Louis Blues, and that was The New, born in 58. Okay, wenn man schon in der Banana Peel geht, ne? Banana Peel Slide, auch eine kleine, kurze, ganz kurze Geschichte, Banana Peel, war ein bisschen ein Double Meaning, weil man rutscht immer auf Bananenschalen aus, also in den Filmen, ich habe das noch nie live gesehen. Ich habe irrsinnig oft probiert, auf Bananenschalen ausrutschen, das geht gar nicht. Aber ich weiß nicht, das ist
ein Kalenderspruch scheinbar. Und aber der Titel zu der Nummer ist entstanden, weil wir sehr oft in Belgien waren, in diesem legendären Banana Peel Jazz Club. Und das war wirklich ein Orgelhitten, wo da war so ein Kanonenofen, der hat geglüht, ja. Und die Hitten gesteckt, vorher, die haben sich nicht verbrennt dort. Also ich verstehe das nicht, die waren alle andudelt. Und der glühende Ofen, ein Riesending, und da ist nie was passiert. Und das hat mich echt gewundert. Auf jeden Fall war das immer sehr lustig dort. Und wir haben eben diesen Club damals diesen Titel gewidmet, Banana Pilzlei. Und ich muss sagen, die Jungs haben sich das eingezogen, weil wir haben auch noch nicht gespielt. Gell? Der Charlie das hat gesagt, der muss sich das noch anschauen, gestern hat er gesagt. Kein Spaß. Kein Spaß. So ist der. Thomas.
Yeah, danke, liebe Freunde. Ja, da geht es eh dahin, ne? Was haben wir? Ja, es geht dahin. Wir haben inzwischen 266 Zuschauer, wobei extra angemerkt wurde, es sitzen ja mehrere dann dahinter. Ah ja, das haben sie gesagt. Ja, das ist eine 7-köpfige genau Familie etc. Ja, okay. Das darfst du mir Dust my broom. Okay, das haben wir gleich in der richtigen, ja, bravo. Da wünscht sich jemand was mit Regen, was mir jetzt ganz unverständlich ist. Ob es When it rains, it really pours ist. Oder Black Train wurde gewünscht. Masala wurde gewünscht. Masada, Entschuldigung. Ja. Masala. Masada wurde gewünscht. Und jetzt muss ich gestehen, bei der neuen CD bin ich nicht sattelfest. Gibt es eine Nummer Steel City? Oh, ja. Die wurde gibt's. Auch gewünscht. Na, da haben wir es ja schon. Na? Die jammen wir. Was natürlich viele Leute nicht wissen, wir spielen irgendwas und nennen es dann irgendwie. Und es ist einfach viel immer im Moment entstanden, speziell bei Aufnahmen. Wir haben ein Riesen-Hetz und können uns aber nachher nicht mehr erinnern, was wir da eigentlich gemacht haben. Also wir bemühen uns eh, ich hoffe, ihr seid zufrieden, sind alle zufrieden mit uns, haben sie was gesagt. Alle sind begeistert von euch. Okay. Ich auch. Kinder, ihr seid so Wahnsinn. Ich möchte überhaupt aber sagen, wir haben eine Fanbase, die wirklich ihresgleichen sucht. Das muss ich in die Kamera sagen, Kinder, ihr seid ein Wahnsinn. Ihr habt uns wirklich so durch diese Zeit auch getragen, nicht zuletzt mit Zusprüchen, E-Mails und auch unfassbaren Spenden, die wir bekommen haben. Wir wollen das Wort Spenden nicht, aber zumindest mit virtuellen Eintritten. Und dafür möchte ich mich riesig im Namen der Band bedanken. Wir waren überwältigt und ich war oft den Tränen nahe. Das ist kein Spaß, weil das so rührend oft war, was ihr geschrieben habt und dass ihr so zu uns halt. Das ist ganz was Tolles. Das kann man nicht oft genug sagen. Ja. Und das war eigentlich auch der Gedanke zum Dank ein bisschen an euch und als Feedback, dass wir dieses Konzept hier haben mit den Wünschen und ich hoffe, es klappt halbwegs für euch so. Ja, das ist mein Blumen für den Morgen. Ja. Das ist eine meiner Lieblingsnummern überhaupt. Ich werde nicht müde, dieses Riff zu spielen. Und das ist Chicago Blues, gell? Unsere große Liebe hier. Alright. Oh,
telephone every time I go. And I said, Rich, you let a baby now. I telephone every time I go. If she's not in West Tennessee, yes, she must be. Your hand to back. And I said, what the name I'm going to shake your hand to back. Now, cause you don't treat me right, that's the reason why. Yeah, right. Hm. Vielleicht sollte ich es auch dazu sagen, weil die Leute sich das vielleicht nicht trauen. Du bist natürlich auch bereit, wenn... Sie trauen sich schon, aber ich sag's nicht weiter. Hound Dog ist natürlich schon gewünscht. Ist gewünscht worden? Ja. Naja, du. Na, dann machen wir es gleich. Ja, dann machen wir es doch. Ja. Ich hab's vermutet, ne? Darum habe ich ja gefragt. Ne? Hätte mich jetzt gewundert, aber... Ja, na dann wollen wir die Petra auf die nicht vorhandene Bühne bitten. Das ist ja eh schon wieder, das ist ja schon wieder leer. Warte mal. Warte, es ist so unappetitlich. Ist schon leer, dann gehen wir es. Warte, ich drehe mich mal weg, weil das schaut so grauslich aus. Ja, ich bin ja schon oft gerügt worden, dass ich immer trinke auf der Bühne. Ja, aber auch. Nur dadurch, dass jetzt keine Bühne ist. Aber du... Da hat es einmal gegeben, einen Bassisten, der hat immer... Der war vom Bandleader aus, war absolutes Alkoholverbot auf der Bühne und Musiker durften nicht trinken und der hat das nicht so taugt und der hat immer, wenn er gespielt hat, wenn man sieht, Jesser, die haben immer schöne Anzüge und so. Immer so gespürt. Und da sind sie dann draufgekommen, der hat da im Sakko einen Flachmann gehabt, mit einem Strohhalm, mit einem Whisky drinnen. Und dann hat er immer Anzüge. Ja. Gut. Okay. Ich muss noch. Ich habe sträflich die Schweizer vernachlässigt. Also auch willkommen die Schweizer natürlich. Welche Länder haben wir jetzt alle? Holland, Belgien, Schweiz, Österreich, Deutschland. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wow, schön. Welcome, welcome. Welcome in Vienna here. And this is Miss Petra Teufel. Die Schwester vom Bruder. Ist ja wahr. Can I do it one more time? Oh, you can do it one more time. Yeah.
danke euch und ich danke für diejenigen, die es sich gewünscht haben. Was war da? Ich habe gesagt, ich habe zum Sieger gesagt, you said you were high class. Nein, das habe ich nicht. Aber ich sage das gut. Also, da muss man lachen. Sorry. Aber nie gesagt. Ja, aber also danke schön auf jeden Fall. Darf ich vielleicht auch die Rose vorstellen? Die Rose, die Göttergattin vom Segi. Haben Sie vielleicht was geschrieben, was von der Petra noch hören wollt? Oder schauen wir später vielleicht einmal. Das ist das. Machen wir später, ja. Gut. Dann schauen wir noch, was wir noch zu bieten haben. Ja, ich glaube, es ist eine gute Idee gewesen, dass wir nicht jetzt so ein strenges Konzert machen. Das ist so, wie wenn wir beim Proben sitzen oder einfach ein Hetz haben. Aber das könnte ich mich gewinnen mit dem Sitzen. Das ist angenehm. Ja. Du hast ja das immer, ne? Nein, ich finde es komisch. Echt? Ja, weil ich mache immer so eine Bühnenshow, weißt du? Ach so, und, ist ja. Natürlich, wenn es da so rausrannt und bandet. Aber vielleicht könntest du da was am Sessel überlegen. Ja, das ist ein Minelli. Ah, ja, sehr gut. Ja. Schauen wir mal nach wieder im Protokoll. Jetzt muss ich nach. Was haben wir denn da? Außer es ist da. Muss am Zettel schauen, Moment. Ja. Alligator Walk. Ah ja, ne, da habe ich ja die Gitarre. Wintertime is coming ist auch gewünscht worden. Ja, na ja. Das ist aber jetzt fast das Gleiche quasi. Ja, warte mal, wir haben so viel, es geht uns nicht aus. Nein, Down in the Alley, wenn es was Langsameres sein soll. Okay. Ist das okay? Charlie ist begeistert. Wow, ich muss euch ehrlich sagen, die Texte natürlich, das ist ein Wahnsinn, sie die alle zu merken, aber ich verachte das, wenn man Blues overliest. Das ist für mich nicht möglich. Da versinge ich mich lieber. Ja, genau. Einmal hier und da. Aber man kann Blues nicht lesen. Ja? Das ist nichts. Und ich sage euch was, es ist auch unser Job, die Texte zu lernen. Das gehört zu unserem Beruf. Und jetzt haben sie da alle die Tablets da vorne liegen und lernen die Texte nicht. Die gefasst da. Okay. Ja. Ja, und die alte Tab muss man das merken. Und das ist ein gutes Training vielleicht. Fürs Hirn ist schon gut. Apropos Hirn, hast du noch ein Bier? Du musst das wegschneiden. Ich denke zu viel heute. Ah ja. Okay, na, dann Down in the Alley ist gewünscht worden. Das ist auch ein uraltes Stückchen, sowieso, ja, also von Haus aus schon. Und wir haben es aufgenommen nach seinerzeit noch mit Christian Dotzler am Piano. Und ich muss euch wirklich noch einmal sagen, der Charlie ist wirklich ein Phänomen. Er hat so einen musikalischen Menschen haben in der Band auch. Also das ist wirklich alle Achtung. Ehrlich, wirklich. Und was nicht heißt, dass er mich jetzt nicht verspült. Ja, dann verspülst dich halt. Okay. Also der Big Bill Brunzi hat gesagt, ein Konzert, wo sie nicht einmal verspült, war ein schlechtes Konzert. Na? Big Bill Brunzi muss wissen. Don't play me no opera, no sweet music to me. Don't sing me nothing but the birds and the tree. Take me down in the alley. Take me down in the alley. Take me down in the alley. If you wanna satisfy me. Well, a woman from the avenue, she may fuss and fight, and you can black her eye, but she'll treat you right. Take me down in the alley.
pretty women, they may be so nice, but when it comes to loving, they're cold as ice. Take me down in the alley, so take me down in the alley. Well, take me down in the alley if you wanna satisfy me. Oh, yes, sir. And fight, you can black her eye, but she'll treat you right. Take me down in the alley, take me down in the alley, take me down in the alley if you want to satisfy me. I think you got to do one time. Something you never learn in school. Learned it down in the alley. So take me down in the alley. Take me down in the alley. If you want to satisfy me, satisfy me now. Das war ja mein Stück aus den 30er Jahren von gewissen Bob Robinson. Und das nennt man so Hokum Blues. Hokum, 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 Hokum. Und, Petra kommt mit einer wichtigen Mission. Danke vielmals. Danke. Danke. Und wir schauen wieder gleich, was noch alles hier ansteht. Petra, die kommt. Petra, was ist? Stress. Also, ich nehme einfach was ich schon da habe. Was haben wir denn? Was trinken die Leute so eigentlich? Das würde mich interessieren. Duvel. Duvel, die Belgier wieder. Na klar, die Belgier. Die Belgen. Und steirisches Bier. Also alles Mögliche. Es kommt. Was habe ich denn? Do Me Up Good habe ich. Oh. Hot Mama Sita habe ich schon gesagt, glaube ich. Jo, na die. Wintertime is Coming haben wir schon gehabt. Coming Home. Oh. Jimmy Reed mit Charlie an der Gitarre wurde auch gewünscht. Haben wir schon gehabt. Mit dir an der Gitarre? Ja, ja, der hat das. Na, siehst du, wie konzentriert ich arbeite. Ja, ja, ja. Die brauche ich leider wirklich. Ich habe die übrigens noch nie mit Brille gesehen. Ja, sei froh. Nein, machen wir die Do Me Up Good. Ja, das featuret einmal das Piano, dass einmal Piano auch ist. Ne? Ich will die ganze Zeit. Eben. Reinfallen. Trevetter-Taft, wie schaue ich aus eigentlich? Das ist ein Wahnsinn, die Frisur ist ein Wahnsinn. Ich bin halt aus dem Haus gekommen und dachte, um Gottes Willen. Ich bin nicht da rausgegangen, aber.
Aber es schaut weder gut aus, noch der Hut hat gepasst. Also selbstverständlich war auch deine Haartracht schon gespielt worden. Ja. Sehr flauschig hat es geheißen. Ja, da die würden sie wundern. Ja. Drei Wetter Zraft. Drei Wetter Zraft. Ja. Wir haben übrigens jetzt 205. Ich hoffe, dass die Musik wichtiger ist wie meine Blenden. Wir haben jetzt 285 Zuseher und es sind auch Zuseher aus Ungarn dabei. Was, da sind ja schon wieder 100 weggefallen, oder wie? Nein. Nein. Also, aus Ungarn, der Baldi, gell? Ja. Den ungarischen Ferdinand kenne ich. Nehme ich nicht. Nein, du müsstest mir verraten, wer, das weiß ich leider jetzt. Sehe ich jetzt so schnell nicht, leider. Okay, dauert eh so lang. Do me up good. This is a sexy thing. Taste this fruit between your thighs. You got to do me up good.
runs down. Let me squeeze that lemon all night long. Got to do me up good. You better do me up good. Do me up good, baby, like any woman would. Right. Vielen Dank. Okay. Ja, also wir hätten da zum Beispiel Shutdown. Oh, mit dem ist. Aber es passt jetzt nicht ganz so gut, oder? Ah, das ist geil. Barefoot Rock ist auch gewünscht worden. Barefoot Rock. Coming Home schon wieder. Black Coming Train. Home. Machen wir mal Black Train auch. Und der Charlie muss sich auf die Quetschen vorbereiten. Ja, das wird sehr viel gewünscht. Hast du einen Kaffee noch? Ich tue den zuerst. Hast du? Ja, okay, bitte. Warte mal, wie viele Zuschauer? 282 Zuschauer. So. Alle sind begeistert. Bis auf einen. Du? Bis jetzt waren das alle sehr zufrieden. Und alle freuen sich auf die Live-Konzerte. Ja, wir auch. Ja, ich weiß. Unser letzter Auftritt live war so lange her, dass wir gar nicht mehr wissen, wann das war. Irgendwann Oktober, oder? Ja, Oktober beim Selig. His Black Train, ja. Well, a black train is rolling, rolling down.
black and train is rolling, rolling down the line. And I know that black train carries that woman of mine. Black train, why don't you just turn around? Why don't you just turn around? Won't you bring my baby, bring her right back into town? Won't you bring my baby, bring her right back into town? All right. Die Worte. Was, haben wir? Was passt denn da jetzt noch drauf? Ja, schwer. Ja, wir dürfen nicht dem Dietmar vergessen, seine Nummer zu spielen. Ist der Dietmar da? Ist er dabei? Ich wollen ihm nochmal alles Gute wünschen. Es war gesehen. Für mich ein Schock, wie ich das erfahren habe, dass er geschrieben hat, dass er in intensiv kommt. Und es war damals sozusagen der erste nähere Fall in meinem Bekanntenkreis, wo ich gesehen habe, ja, wie schnell das gehen kann. Also seine Warnung kann man nur unterstreichen. Aufpassen. Und ich bin fürs Impfen. Ich bin schon einmal geimpft. Es war schrecklich, ich sag's euch. Nein, war Spaß. Aber das war ein übler Scherz. Okay. Ich weiß nicht, was... Ja, oder Masada. Masada war auch, gell? Masada war auch, Coming Home war auch und... Oh, bin ich dabei. Okay, Masada, as far as we can remember now. Aber ich bin überrascht, wie es relativ gut geht eigentlich. Also ich habe schon ein bisschen Federn gehabt. Also ich habe es immer noch. Ja, ich immer noch Masada. Erst bis aus ist. Und... Ich wollte noch ganz was Arges machen, aber immer schon ein Wunschtraum von mir, sagt mir ein Thema und ich improvisiere einen Blues dazu. Aber das machen wir heute nicht. Masada riskieren wir, ha? Huh? Okay, schauen wir. Alright, ready, boys? We'll be right back.
weiß ich ja was. Neu komponiert. Naja, na gut. Ehre, was da abgeht, steht da. Ja, das kann man lassen. Das ist aber durchaus positiv gemeint. Ja, ich weiß. Naja, da habe ich mir ein bisschen. Aber bitte. Ich bin auch so. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Mehr Fleisch als Blut. Oh. Das ist schrecklich. Okay. War es gut? Ja, aber ich habe nicht gewusst, wo ich hinkomme. Interessant. Ne? Interessant. Ja. Okay. Dann Coming Home war geschehen. Ne? Das ist wirklich eine meiner Lieblingsnummern. Und zwar von der Background ist die Musik aus Louisiana und einer der größten Zydeco-Musiker, das wird auch, glaube ich, immer bleiben, war Clifton Chenier. Und die Nummer von ihm. Hucht sie gut an. Einer so eine schöne Ballade geschrieben für seine Mutter und ich darf vielleicht einmal auch persönlich werden. Siege, unsere beiden, das widmen wir unseren beiden Müttern, die leider nicht mehr jetzt unter uns sind. Und coming home. Coming home. Mm-hmm. Yeah, baby. Coming back home and meet my dear old mother. That's where I belong. You know all of my friends. They all turn their backs on me. I'm coming back home. I'm coming back home. That's where I belong. Come on, Johnny. Coming back home and meet my dear old mother. That's where I belong. Let me do it one more time. Tell it like it is, brother. Tell it like it is. Whoa, I'm coming home. You know I feel so alone. I'm coming back home. Dear old mother, that's where I belong, and that's where I belong. Yeah. Schön, super. Coming home. Sag mir total. Spielen wir es gleich nochmal. Wie oft hat sie denn... Ja, yeah, jetzt müssen wir natürlich zwischendurch, Entschuldige. Ja, wir müssen mal fragen, wie lange überhaupt noch. Ja, wir sind ja eigentlich schon, ja. Wir müssen ja leider auch Schluss machen, schlussieren auch natürlich. Und wir fragen einmal kurz an die Regie, wie schaut die? Wir sind durch. Na dann grüß euch. Also ihr müsst natürlich noch die... vom Dietmar den Wunsch erfüllen. Ja, das müssen wir noch und machen. Und was auch sehr oft gewünscht wurde, war natürlich Hell on Earth und ja.
Flowers. Gut, den Dietmar müssen wir berücksichtigen, ja. Ist ganz klar. Aber wir können nicht zwei Balladen hintereinander. So schlafen sie uns im Sofa. Aber wir würden natürlich die, die nicht drankommen sind, vertrösten auf nächsten Live-Konzerte. Da kann man ja auch an uns herantreten natürlich. Ne? Und das dürfte man vielleicht auch gleich durchsagen. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich wirklich daran glaube, dass der Termin stattfinden wird. Das wäre der 19. Juni, liebe Freundinnen. Ninen. Der 19. Juni. Juni. 19. Juni auf der Praterbühne. Ganz eine spannende Geschichte. Viktor Gernot ist scheinbar der Schirmherr über die Geschichte von der Kolerik, von der Firma, von der Familie. Und das, auf das freuen wir uns besonders. Open Air, 19. Juni, unbedingt reservieren, weil natürlich wahrscheinlich auch dass die Kapazität limitiert sein wird. Und dort würden wir dann auch wieder diverse Wünsche, wenn es geht, entgegennehmen natürlich. Und ja, wir werden uns verabschieden müssen, oder? Wir müssen uns verabschieden, es nutzt nichts. Für den Dietmar, den Walk the Bridge spielen wir schon noch. Walk the Bridge. Und wann die Leute Zugabe schreien? Die schreien schon seit ungefähr 10 Minuten. Und dann könnte man vielleicht noch den Stil, den Boogie noch machen, weil dann hat er die Stilgitarre. Ja. Ja. Oh mein Gott. Das ist so gewollt. Nein, du machst einen Jam. Jetzt schreien sie noch mehr. We also like to thank our friends from outside, from all the different countries. Thank you so much for joining us. And we hope to see you on one of our tours in near future. Und wir bedanken uns beim Reigen und dem ganzen Team hier. Dürfen wir einmal einen Applaus spendieren für euch Jungs und Mädels? Ich glaube, Mädels sind auch da. Und machen einen super Job, hoffe ich zumindest. es schaut gut aus, auf jeden Fall. Petzl, danke, die Firma Björlich Scholz. Und speziell natürlich unser lieber Wolfgang Windbacher und Alfie Bulitz, die uns immer die Treue halten, schon seit Jahren. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass die meisten Veranstalter mittlerweile unsere Freunde geworden sind. Und das ist auch ein sehr schöner Aspekt in unserem Job. Danke. Okay, Dietmar, wenn du noch da bist, noch einmal baldige Besserung. Everybody got to walk his own bridge, and your bridge was a kind of a rough one, but you will cross it. Think I'm losing all my sense, just like a dog I jump right over the fence. I wanna walk that bridge right to the other side. I wanna walk that bridge right to that brighter side. Bridge will have to burn to reach the point of no return. Let me walk the bridge.
things come tumbling down, they don't make a sense of tone. You're sleeping side by side, but I dream my dreams alone. Let me walk that bridge right to a brighter side. I wanna walk that bridge from the dark into the light. I know this bridge will have to burn to reach the point of no return. Let me walk free. I wanna break free and I sure got my reason. Unchained hands and open doors still can feel like prison. Let me walk that bridge right to a brighter side. I got to walk that bridge from the dark into the light. I know this bridge will have to burn when I reach the point of no return. Let me walk the bridge. Danke vielmals, danke vielmals. Danke euch noch einmal allen zu Hause und bleibt uns gewogen. Und the blues will never die. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich darf vielleicht noch auf hinweisen,
auf das Konto natürlich, das jetzt eingeblendet war, hoffe ich. Und es ist natürlich willkommen, dass er uns Zuwendungen zukommen lässt. Wir betteln nicht drum, weil es ist nicht, weiß nicht, es muss nicht sein, aber es könnte sein. Es darf sein. Und wir bedanken uns jetzt schon. Und auch, was auch immer hilft, ist, wir haben auch super CDs verkauft in der Zwischenzeit. Also wir haben die Shutdown rausgebracht voriges Jahr und ich habe jetzt gerade eine Solo-CD gemacht. Könnt ihr beim Didi Mattersberger bestellen auf E-Mail. Ganz einfach mattersberger@gmx.at. Wollte ich auch noch durchsagen und ansonsten, ja. Ich möchte mich im Namen eurer Fans und Zuschauer und in meinem Namen herzlich bedanken. Ja. Von tiefstem Herzen für den schönen Abend. Die Zuhörer wollen natürlich nicht, dass er aufhört, fordern vehement eine Zugabe. Aber ich weiß nicht, ob man dem jetzt noch was... Da müssen wir natürlich fragen, ob wir das dürfen. Genau. Wie schaut es aus? Eine geht noch. Okay. Dann probieren wir das mit dem Steel City bei uns. Ne? Ist auch gewidmet einer Stadt, in der wir oft waren und gespielt haben. Das war Pittsburgh. Und ihr wisst ja, die Pittsburgher und die Amerikaner sind ja so stolz immer auf ihre Fußballmannschaften. Und die Pittsburgher, das sind die Steelers. Und weil dort einmal eine riesen Stahlindustrie war, angesiedelt und darum hat sie den Spitznamen Steel City. Und weil wir eben dort viele Freunde haben und oft gespielt haben, die haben uns sogar mit einer Stretch-Limousine herumgeschauffiert. Ich kann nicht sagen, wer das noch nie gemacht hat, ich habe es nichts versammelt. Das ist so ein sinnloses Auto. Also ich glaube, das ist nur lustig, wenn man fällt. Nein, aber ja. Alright. Ja, bei der Gelegenheit darf ich schon sagen, danke für eure Toleranz auch unseren Fehlern gegenüber. Wir haben natürlich gewusst, dass das jetzt schon ein bisschen mit Fehlern behaftet sein könnte, was wir heute machen. Aber wir haben Spaß gehabt und wir wollten das einfach euch einmal so bitten. So ganz persönlich und menschlich. Ja, ich darf es nochmal sagen, diese Nummer wurde improvisiert im Studio. Also nicht im Studio, wir waren im Orpheum damals, haben wir aufgenommen. Und die versuchen sich jetzt daran zu erinnern. Ja, das ist. Ich halte mich da aus.
das ist jetzt der New Steel City Blues. Okay. All right. Auf Wiedersehen. Grüß euch. Super. Dankeschön. Danke. Danke.